will ein Aufgebraucht-Video machen vom Monat September. Ja, ich habe es letztens schon drehen wollen, aber irgendwie hat das nicht funktioniert und deswegen habe ich mir gedacht, egal, ich habe jetzt ein bisschen Zeit am Samstag und drehe halt nochmal das Aufgebraucht-Video neu, weil ich war wirklich unzufrieden, weil ich so alles runtergerattert habe und es hat mir nicht gefallen. Ich hoffe, dass ich dann noch ein Video ausgehe, aber ich bin mir nicht sicher. Aber wir werden sehen. Ich fange mal an mit den unspektakulären Dingen. Was ja eh immer wieder dasselbe ist, diese Wattestäbchen, die ich für den Schminktisch immer habe. Die muss ich mir unbedingt nachkaufen, ich habe schon wieder vergessen. Die Wattepads in groß habe ich auch wieder leer gemacht. Und die Cadavera-Reinigungstücher in Ananas habe ich auch leer gemacht. Die kennen Sie ja eh. Dann Einwegwaschlappen. Die Sachen zeige ich euch immer zuerst, weil die sind nicht so spannend. Und ich glaube, das ist eh besser, wenn ich euch die gleich zeige. Ne? Und da haben wir noch Wattepads in klein. Ja, und die Reinigungstücher von Cadavera, die, was ich immer am Schminktisch stehen habe, die habe ich auch leer gemacht. So, jetzt kommen mal die Dinge, die ich halt noch nicht so oft aufgebraucht habe, aber schon ein paar Mal. Das ergibt keinen Sinn, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Irgendwie habe ich Wortfindungsschwierigkeiten die ganze Woche schon. Ich habe eine Duftprobe leer gemacht, die habe ich auf der Hochzeit tragen. Von Stefan, seinen besten Freunden. Das war von Marc Jacobs, der Duft Perfect. Ich liebe den Duft. Der ist so, so genial, der Duft. So schaut die Flasche aus. Vorher gab es den ja nur bei Marino, was ich weiß. Ich weiß nur jetzt auswendig, dass da Mandelmilch drinnen ist und ich glaube, lange, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Habe ich da nicht das da liegen? Wartet kurz. Ich glaube, das sind die Inhaltsstoffe. Oh ja, also Mandelmilch. Okay, Narzisse ist drin, wie komme ich auf wie lange lang? Rhabarber und Kaschmeran ist drinnen. Und ich liebe diesen Duft. Ich habe den auch in 30 ml schon zu Hause. Aber ich finde den mega. Die Verpackung alleine ist schon wunderschön von dem Duft. Also finde ich richtig gut. Brauche ich mir nicht nachkaufen, habe ich geschenkt bekommen. Dann habe ich hier Badekugeln. Das waren diese Katzenköpfe, die kennt ihr sicher auch noch aus einem Haul-Video von mir. Ich fand die überhaupt nicht gut. Für den Preis, die haben 6 Euro kostet und da waren 3 Stück drinnen. Ich habe alle 3 natürlich aufgebraucht, aber die haben sich wirklich furchtbar schnell in dem Wasser aufgelöst. Irgendwie hat man da nicht diesen Badespaß gehabt, den ich da erwartet habe. Einmal habe ich es nur so reingelegt, wollte dann in die Badewanne steigen, nehme sie in die Hand und das ganze Ding ist zerbröselt. Also für 6 Euro, da kaufe ich mir lieber eine Laschbadekugel und habe da mehr Spaß als mit dem da. Sie waren süß, die Katzenköpfe. Ich habe das auch noch aufgehoben, dieses Plastik. Die waren ja ganz niedlich, aber so richtig Spaß-Effekt-Dingsbums, was ich bei den Laschbadebomben habe oder bei einer anderen, bei der. Also die waren überhaupt nicht gut, weil ich fand, wenn die in ein paar Sekunden weg sind, dann brauche ich keine Badekugel. Die fand ich gut, das war die von Body and Soul, die Seelenzauber. Das Papier schaut richtig beschissen aus, wäre noch beschissen, hätte ich es nicht runternehmen können. Aber die war gut, die kommt schon an eine Laschbadekugel nah dran, weil die macht wunderschönen Schaum. Das Badewasser verfärbt sich jetzt natürlich nicht so extrem wie bei Lush, aber es verfärbt sich auch. Und ich finde, die Badekugel ist nicht in 5 Sekunden schnell weg gewesen, sondern die hat sich langsam, hat sie auch schön gesprudelt. Also die Badekugeln von Body & Soul werde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Dann habe ich Masken aufgebraucht von Primark. Einmal die Blueberry Bubble Mask. Die war mega. Die hat wirklich so, sie hat jetzt keine Bläschen gemacht, sondern es war eher Schaum. Aber die war echt genial. Der Duft war mega. Sie hat auch nicht austrocknet. In letzter Zeit habe ich das Problem, manche Masken trocknen meine Haut aus. Bei der Avocado war es ein bisschen komischerweise so, obwohl die ja eher reichhaltig ist. Aber bei der Avocado war es einmal so. Deswegen fand ich es irgendwie komisch. Aber die fand ich wirklich gut. Die fand ich wirklich gut. Bei der hatte ich halt den richtigen Drang danach, mich einzucremen, komischerweise. Aber ich finde sie trotzdem gut. Alle von Primark finde ich bis jetzt gut, die ich hatte. Also da war keine bis jetzt dabei, die ich nicht gut finde. Was eh komisch ist, weil das ja nicht so eine teure Marke ist. Also ja, kostet ja nur 60 Cent oder so, glaube ich. Dann habe ich die Balea Q10 Augenpads aufgebraucht. Ihr wisst ja, die liebe ich. Die mag ich sogar ein bisschen lieber als die ganzen Hydrogel-Augenpads, weil die Hydrogel, habe ich das Gefühl, rutschen mir immer vom Auge runter und die nicht. Die bleiben beim Auge kleben und ich kann da noch ein bisschen was währenddessen machen. Entweder aufräumen, Wäsche aufhängen oder sonst irgendwas.
Was ich sehr gut finde. Eine Seife habe ich auch aufgebraucht von Aveo. Diese mediterranen Feeling. Und ich muss sagen, die fand ich gar nicht gut. Die, ich weiß nicht, mir geht irgendwie so dieses, boah, diese Seife brauche ich unbedingt nochmal. Ich weiß, es klingt vielleicht dämlich, wenn ich das über eine Seife sage, aber ich brauche das beim Händewaschen. Und bei der, ich weiß nicht, ich habe die jetzt noch aktuell im Seifenspender, die hat irgendwie nach nichts gerochen. Eher neutral. Ich glaube, die soll nach Kräuter oder so riechen. Mit dem Duft nach mediterranen Kräutern und Blüten. Ich finde eher nach Kräuter und irgendwie nichts Besonderes. Also nachkaufen würde ich mir die auf gar keinen Fall. Ich weiß auch gar nicht, ob es die noch gibt, weil die ist limitiert. Ich habe schon ewig nicht mehr geschaut bei den Seifen. Aber ja, würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Was ich mir nachgekauft habe, habt ihr ja gesehen in dem Haul-Video, ist diese Flüssigseife, diese Happy Lime. Die Nachfüllung habe ich mir aber gekauft, weil die fand ich richtig gut. Für Terra Naturi fand ich die echt nicht schlecht. Bei der Marke ist halt so, dass entweder mag ich die Sachen und ich hasse die Sachen. Ein Zwischending, so ein Naja-Ding gibt es nicht. Außer bei der Mundspülung, da war das das Einzige, wo so, nee. Aber die Seife fand ich wirklich gut. Dann wieder, sorry, ich kicke jedes Mal die Kamera weg. Dann habe ich die Augenpads, die Anti-Pickle-Patches aufgebraucht von Cadea Vera. Ihr wisst ja, die benutze ich jedes Mal. Ich habe euch das ja schon mal erklärt, ich benutze sie aber nur einmal und gebe es auf den Pickel drauf. Irgendwie bleibt doch da. Irgendwie bin ich heute dezent verwirrt. Kann ja noch lustig werden, der Tag. Ich liebe die. Ich kaufe die mir immer nach. Ich gebe sie halt nur einmal drauf, weil sonst beim zweiten Mal tut sich der Pickel entzünden und das schaut dann gar nicht schön aus. Aber ich mag das. Ich benutze das jedes Mal. Bei manchen habe ich halt nur das Gefühl, bei manchen Pickeln, die richtig hartnäckig sind, funktioniert das nicht. Aber es ist trotzdem gut. Ganz kurz, nur ich habe eine Intimwaschlotion aufgebraucht. Das Ding hat so lange gehalten, das war echt unmöglich. Das war von CD, diese Intim Sensitive Waschlotion. Die war auch gut. Ist auch noch so ein bisschen drin, sehe ich gerade. Ja. Aber da hat man so wenig davon braucht, dass das mir ewig gehalten hat. Also ich war echt begeistert. Jetzt habe ich eins von Müller. Bin gespannt, wie lange ich damit auskomme. Aber ich fand die okay. Sie hat jetzt nicht brannt, wenn ich mich rasiert habe oder so. Das war auch jetzt nicht der Fall. Aber ich weiß nicht. Klingt das blöd, wenn ich da keinen Favoriten habe? Nee, oder? Wie schaut es bei euch aus? Viele nehmen ja diese Nivea, glaube ich, die mit dem Pumpspender. Die habe ich mir noch nie gekauft. Also ich werde mich dann mal durchprobieren, wenn ich irgendeinen extremen Unterschied von einer Intimwaschlotion höre oder sehe oder sonst irgendwas, werde ich euch Bescheid sagen. Aber da, die war okay. Das Positive war, dass die so lange gehalten hat. Die hat wirklich ewig gehalten. Ja, aber sonst weiß ich nicht, ob ich mir die nachkaufen würde. Die habe ich mir nämlich damals im DM so spontan mitgenommen. Ich habe euch das auch noch nie gezeigt, fällt mir gerade auf. Und deswegen habe ich es leer gemacht, aber dachte, egal, ich zeige es euch, weil ich nicht so viel aufgebraucht habe diesmal. Ich habe auch einen Duschschaum leer gemacht, den Exotic Feeling von Duschstars. Der war richtig geil. Der war von Action. Und der war so gut. Der war so, so gut. Den hätte man auch als Rasierschaum nehmen können. Ich habe es aber nicht probiert. Ich mag keinen Duschschaum als Rasierschaum. Ich habe nämlich noch einen Duschschaum leer gemacht und den habe ich auch als Rasierschaum zwecksentfremdet, weil ich ihn leer machen wollte. Das war ein Sommerduschschaum. Ich habe auch noch ein Backup, habe ich gesehen. Ich habe heute nachgeschaut. Ich liebe den. Der Duft ist mega von dem Duschschaum. Das ist eher so ein After-Sun-Duschschaum eigentlich. Der ist auch, die Konsistenz von dem ist so super, die ist so seidenweich, die Haut wird butterweich danach, ich liebe den. Den gibt es leider nicht mehr. Ein Backup habe ich, wie gesagt, noch, das hebe ich mir dann noch fürs nächste Jahr auf, aber ja, für eine Eigenmarke finde ich das echt, echt gut, was das für ein Hautergebnis hat. Meistens musste ich mich nach dem gar nicht mehr eincremen. Ich bin eh so eincremevoll. Der war auch gut. Der hat jetzt nicht diesen selben Effekt gehabt mit weicher Haut oder so, aber vom Duscherlebnis war der vom Duft her mega genial. Wenn ich den noch irgendwo sehen würde, würde ich mir den kaufen. Weil der war vom Duft wirklich gut. Also der Duft hat mich von dem echt umgehauen. Ein Shampoo habe ich auch leer gemacht. Da hat mir der Stefan geholfen, Gott sei Dank. Das war von Organics, das Pink Sugar Plum Shampoo. Ich fand's okay. Diese Reihe gibt's ja gar nicht mehr. Das war so eine Limited Edition. Und die, was im Standardsortiment sind, die mag ich einfach nicht. Ich bin generell von diesen Organics Shampoos weg. Ich habe nämlich noch zwei gehabt. Das Ginger, glaube ich, war das und das hier.
wollte die aufbrauchen und jetzt suche ich gerade aktuell das perfekte Shampoo für mich. Ich habe das von Terra Naturi so gern, aber das kann ich halt nicht immer verwenden. Oder das von Swissobar, das mache ich auch, das habe ich jetzt halt verwendet gestern. Aber das ist auch nicht mehr das, was es mal war. Also ich glaube, ich muss mich da ein bisschen durchtesten. Und ich habe schon überlegt, ob ich auf feste Shampoos umsteige, aber ich bin mir noch nicht sicher. Weil ich kann keine Haarkuren oder Haarmasken verwenden, wenn meine Haare total fettig. Ich habe da nämlich, glaube ich, eine benutzt, genau. Also das kann ich nicht, deswegen benutze ich nur ein Shampoo. Und das war gut, aber wie gesagt, das gibt es nicht mehr. Aber ich würde keine Organics mehr kaufen, weil ich finde, die anderen machen nicht so das schöne Haarergebnis, was ich bei dem hatte. Also würde ich es mir nicht mehr nachkaufen. Ja, ich habe eine Haarmaske aufgebraucht, die habe ich von der Vivi, glaube ich, geschenkt bekommen. Die sieht so aus. Die war fürchterlich. Die war so fürchterlich. Ich glaube, ich habe auch von dem Ding zu viel genommen. Ich kann keine Haarmasken verwenden. Ich musste mir 2 Tage lang die Haare waschen, weil die so nachgefettet haben, dank dieser dämlichen Maske. Nein, also für mich hat sich das erledigt. Ich werde keine Haarmasken mehr kaufen und benutzen. Ich meine, ich habe jetzt noch so eine winterliche, die ich jetzt demnächst mal probieren werde. Ich habe noch eine andere von wie heißt denn die Marke? Irgendeine andere habe ich noch. Die benutze ich halt nur für die Extensions. Das macht doch mit den Extensions die urschön, also macht die Extensions wieder weich. Aber für meine Haare werde ich keine Haarmaske mehr verwenden. Wirklich nicht. So, einen Badezusatz habe ich leer gemacht von Mickey Mouse. Ich liebe diese Badezusätze von Action. Ich finde die günstig, ich finde die Verpackung mega. Die duften sogar sehr gut. Also der hat auch, glaube ich, so nach Pfirsich, genau, nach Pfirsich gerochen. Also ich liebe die Badezusätze von Action einfach. Und ich hoffe, dass ich demnächst mal wieder hinkomme. Meine gehen schon wieder bald leer. Eine Maske von Cadavera habe ich aufgebraucht. Die Aha Peeling Maske mit Erdbeer. Die riecht genial. Die riecht wirklich genial. Aber ist auch eher was für den Sommer. Also ich bin richtig schon so auf Herbst, Winter eingestellt. Vom Duft her, wie man merkt. Also ich brauche was Herbstliches, weil auch wenn jetzt noch die Sonne da reinknallt, aber ich will schon in Richtung Herbst, Winter gehen. Ich bin schon richtig in der Stimmung. Mit Tee trinken, Kuscheldecken und so. Also komplett in der Stimmung mit Herbst, Winter. Ich habe heute nämlich komplett meine Masken umsortiert. Und schon richtig so Winter, Herbst rausgesucht. Und mir ist aufgefallen, dass ich immer nur dieselben habe. Ich habe von der noch ganz viele Backups. Von dieser Avocado, von der habe ich noch extrem viele Backups. Also ja, von der Eigenmarke von Müller habe ich wirklich viele. Was mich wundert. Hätte ich mir nicht gedacht, aber okay. Die Banane habe ich nicht mehr so oft, habe ich gesehen. Die habe ich in letzter Zeit öfter benutzt. Aber ja, ich liebe die Masken. Leider sind die meisten limitiert. So wie die war leider limitiert. Habe ich aber noch viele Backups. Und der traue ich extrem hinterher. Da habe ich auch sehr viele Backups noch. Das war die Macaron-Maske. Die riecht so richtig geil nach Limone, also nach Zitronenkuchen. Ich liebe die, aber ich finde, die passt eher im Sommer. Die Verpackung, von der braucht man gar nicht reden. Also Cadavera ist eigentlich eine von meinen Lieblings-Creme-Masken-Marken, würde ich jetzt sagen. Weil die ist die geilste von allen. Da habe ich dann Proben leer gemacht. Die zeige ich euch noch vor dem Duschgel schnell. Ich habe nämlich mit einer vom Außendienst gesprochen über Gesichtspflege, weil in letzter Zeit spinnt meine Haut total und ich habe wirklich viele Pickel gehabt. Im Haul-Video hat man es eh auch gesehen, da war das echt schlimm. Und sie hat mir ganz viele Proben von Cores mitgegeben. Unter anderem habe ich 2-mal die Reinigung aufgebraucht. Von der bin ich mega begeistert. Wie ich aufgehört habe, die kurze Zeit, so 2 Wochen zu benutzen, habe ich richtig gemerkt, wie schlecht meine Haut wieder geworden ist. Und ich glaube, das wird mein neues Lieblingsprodukt. Das ist von der Joghurt-Serie, die Reinigung. Die sieht so aus. Jetzt denkt wieder wer an mich. Die sieht so aus. Ich habe mir das Set gekauft. Hätte ich mir eigentlich gar nicht kaufen dürfen, weil ich noch die anderen Sachen aufbrauchen muss. Aber die Creme finde ich okay. Das ist diese Gel-Creme. Die finde ich ganz okay, aber sie haut mich jetzt nicht um. Ich mag den Duft sehr gerne davon. Es riecht, finde ich, nicht nach Joghurt. Es riecht nach was anderem, aber ich kann es nicht beschreiben. Aber ich finde die nicht schlecht. So zum Probieren finde ich sie gar nicht schlecht. Aber ich habe so ähnliche Cremes noch daheim, was ich halt wirklich aufbrauchen muss. Wirklich aufbrauchen muss, bevor ich mir die nachkaufen könnte. Aber ich bin froh, dass ich sie probieren kann. Dann habe ich von Lush 2 Produkte sogar aufgebraucht. Von dem einen habe ich, glaube ich, gar kein Foto mehr. Müsste ich mein Handy durchforsten. Wenn ich es habe, dann blende ich es ein. Das war so eine Love Potion, hat die geheißen. Das war so ein Schaumbad.
was man sehr, sehr lange gehabt hat von Lush. Da habe ich echt ewig gebraucht, bis ich das aufbrauche. Und eine Badebombe habe ich auch aufgebraucht. Die war pink, meine Hand war danach sogar pink. Aber die hat mir auch gut gefallen. Das einzige Negative war, dass meine Hand so lange pink war. Ich glaube, einen Tag mindestens war sie so lange pink. Aber mein Gott, ich liebe Lush. Also es geht nichts über Lush. Nicht mehr viele Sachen haben wir. Also es geht relativ schnell, weil ich habe im September wirklich nicht viel aufgebraucht. Ich habe auch gar nicht Bock gehabt, irgendwas zu benutzen. Ich war so voll. Ich habe ein Duschgel leer gemacht. Das war richtig gut. Das hat mir die Vivi geschenkt. Das war so gut, dieses Duschgel. Ich habe am Anfang so in der Verpackung, wie sie es mir geschenkt hat, da habe ich mir so gedacht, so, ja, es geht. Es ist okay. Aber wie ich es dann benutzt habe, habe ich mich so... Habe ich mich so in dieses Duschgel verliebt. Das war von Dermacool, das Aroma Ritual in Grape und Lime. Das war so genial. Das war so genial. Und hätte ich nicht so viele in Sommerrichtung, weil das war eindeutig Sommer, würde ich es mir nachkaufen. Aber ich will zuerst einmal meine Winter minimieren, wo ich wirklich wenig habe, was mich echt wundert, dass ich so wenig habe. Ich habe auch vor, mir vielleicht welche zu kaufen. Von Balea gibt es aktuell welche und ich habe wirklich brav aufgebraucht und keine mehr gekauft. Aber die von Balea werde ich mir kaufen. Weil die finde ich echt interessant, dieses Cookie und so. Ja, aber das war echt gut. Wenn ich weniger hätte, weil Sommer habe ich wirklich genug, die muss ich nächstes Jahr wirklich aufbrauchen. Sommerduschgele dürfte ich mir gar keine kaufen. Also Sommerduschgele, da meine ich halt diese fruchtigen Düfte. Die dürfte ich mir eine Zeit lang nicht kaufen. Aber Winter habe ich wirklich gar nichts. Ich habe heute nachgeschaut, weil ich extra mein Badezimmer putzt habe und habe da alles reingestellt schön wieder und mir neue Duschgele ausgesucht und habe gesehen, ich habe fast keine Winterduschgele. Sommer in Hülle und Fülle, aber Winter nicht. Und deswegen werde ich mir das jetzt eine Weile nicht nachkaufen. Aber wenn ich weniger habe, wird das auf jeden Fall wieder nachgekauft. Rasierschaum habe ich ja auch noch im Overfield. Das war einer von Balea. Der Caribbean Feeling war das mit Kokosduft. Der war okay. Aber es gibt ja eh jedes Jahr immer neue Varianten von Rasierschaum und Gel. Und ich wechsle immer zwischen Schaum und Gel, weil ich das einfach lieber mag zum Rasieren. Duschschaum verschwindet bei mir zu schnell und ich habe da irgendwie nicht so dieses Rasiergefühl, dass ich da irgendwie was rasiert habe oder nicht. Deswegen, ich brauche einen Schaum oder ein Gel. Klingt vielleicht deppert, aber ich brauche das. Ja. Und den fand ich gut. Der war wirklich gut, aber der war, glaube ich, von irgendeiner Sommer Limited Edition, fragt es mich nicht. Ich habe einen Augen-Make-up-Entferner aufgebraucht und ich habe gerade gesehen, ich habe auch Lippenstift aus den Zähnen gehabt. Wirklich schön. Wirklich schön. So, einen Augen-Make-up-Entferner habe ich auch aufgebraucht. Den werde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ich habe jetzt den von Clinique. Den von Clinique finde ich auch gut, aber ich mag den von Clarins trotzdem lieber. Ich finde, ich kriege... Also, Clinique und Clarins sind eigentlich gleich vom Abschminken her, an dem liegt es auch gar nicht, aber ich mag irgendwie trotzdem den Clarins lieber. Ich komme mit dem viel, viel länger aus. Ich weiß noch nicht, wie lange der Clinique mir halten wird, aber der Clarins, der hält ewig und den werde ich mir auf jeden Fall fix wieder nachkaufen, sogar 2-3 Mal. Ich habe so, irgendwie kriege ich gar keine Gesichtspflege leer, habe ich das Gefühl. Ich habe aufgebraucht eine Biotherm Creme, also das war so ein kühlendes Gel von der Serie von Skin Oxygen. Ich habe es auch aufgeschnitten. Die haben ja das, also sie haben vor, das aus dem Sortiment zu nehmen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen auf Kriegsfuß mit Biotherm. Ihr wisst ja, das war meine absolute Lieblingsmarke. Aber irgendwie bin ich mega enttäuscht von der Marke, dass sie alle meine Produkte rausnehmen. Die ganze Everplump-Linie, die ich so geliebt habe, ist komplett rausgegangen. Ich habe noch... Ich glaube, eine Creme habe ich noch und das Plumping Nighting, das habe ich auch geliebt. Das habe ich jetzt aktuell in Verwendung. Ich habe es auch vor kurzem wieder benutzt und habe so richtig gemerkt, so, warum lassen die das auf? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht, warum die immer meine Gesichtspflege auflassen. Kennt ihr das? Das sagen Kunden auch immer. Wenn ihr im Verkauf seid, kennt ihr das sicher. Aber es nervt mich extrem. Ich habe die geliebt, ich habe sie auch noch in Original daheim. Aber ich habe halt mal die Probe aufgebraucht, weil die hatte ich im Adventkalender damals. Von Essence habe ich 2 Produkte aufgebraucht. Ich weiß nicht, wie ich die finden soll. Ich sage es euch ganz ehrlich. Das war einmal dieser Volumen Booster, dieser Lash Primer. Ich fand ihn okay, aber ist bei mir sehr, sehr schnell leer gegangen, beziehungsweise sehr, sehr schnell ausgetrocknet. Ich habe jetzt den von Makeup Factory. Komischerweise benutze ich den nicht, ich Dumpfbacke. Ich sollte mal benutzen. Aber den finde ich okay. Also für den Preis finde ich ihn okay, aber haut mich halt jetzt nicht um. Dann mag ich den von Lancôme ein bisschen lieber, muss ich sagen. Dann habe ich auch eine Mascara leer gemacht. Das war die Essence Isle of Extreme. Die fand ich nicht gut. Ich weiß nicht, warum die jeder hypt, aber bei mir hat die
ist die mega schnell austrocknet, dann, man sieht eh, da kommt nichts mehr raus, die ist komplett trocken. Sie ist total schnell austrocknet, sie hat bei mir gekrümelt, ich habe immer ausgeschaut wie ein Panda, also nein, fand ich nicht gut. Kann ich nicht empfehlen. Also ich weiß nicht, warum da der Hype so extrem ist, aber ich mag sie nicht. Ich habe mir auch extra nur die Mini-Größe gekauft, aber ich mag sie wirklich nicht. Dann habe ich einen Duft leer gemacht, den, ich hoffe, man kann ihn irgendwie erkennen, von Elisabeth Arden, der Ginger Lily war das. Das war so eine Mini-Größe, die haben wir auf einer Schulung geschenkt bekommen. Ich fand ihn okay, aber er ist jetzt nicht so, ihr wisst, bei Düfte brauche ich dieses Oh-mein-Gott-Erlebnis. Wenn dieses Oh-mein-Gott-Erlebnis nicht ist, dann kann das Ding gar nichts. Und bei den Ginger Lily ist es leider so. Bei dem klassischen, den finde ich super. Den würde ich mir auch irgendwann einmal, wenn ich weniger hätte, nachkaufen. Aber ich weiß nicht, der haut mich jetzt nicht so vom Hocker, muss ich sagen. Der haut mich echt nicht vom Hocker. Ich fand ihn okay, aber ich brauche ihn jetzt nicht in meinem Leben. Das ist so, ja. Aber so geht es einem halt mit Düften. Bei den beiden war es eindeutig anders. Eindeutig anders. Ich habe von Twilly den neuen Hermes-Duft leer gemacht als Probe. Ich liebe ja diesen Twilly-Duft. So sieht er aus. Das ist jetzt der neue, der O Ginger heißt der, glaube ich, genau. Ich liebe den. Ich liebe diesen Duft. Und ich werde mir, wenn ich weniger habe, wenn ich wirklich weniger habe, ich habe so viel Zeug, werde ich mir den irgendwann nachkaufen. Ich werde jetzt mal ein paar aufbrauchen, die Liste wird eh immer länger. Jetzt läuft es mit dem Aufbrauchen von den Düften auch ein bisschen besser, gerade aktuell. Aber den würde ich mir fix nachkaufen. Den würde ich mir wirklich fix nachkaufen. Welchen ich noch gut finde, da haben mich auch extrem viele Leute angesprochen drauf, ist der neue Alien. Ich bin jetzt nicht eigentlich der Mugler-Duftträger, überhaupt nicht. Es gab bis jetzt keinen von Mugler, außer einen, den Extraordinär, den habe ich sogar noch zu Hause. Das war der einzige, was mir gepasst hat und wo ich mir dachte, okay, der passt. Aber da ging dann irgendwann das Sortiment und das habe ich ganz verpeilt. Weil den Mousse wollte ich nie verwenden und ich habe mir gedacht, nein, der ist zu schade. Blödsinn, den gibt es eh nicht mehr. Den werde ich eben den nächsten Mal benutzen, weil den hätte man noch auffüllen können, aber den gibt es immer mehr. Ja, jetzt gibt es aber einen neuen und zwar den Alien Goddess und der ist so genial. Der ist so genial. Mich haben so viele Leute darauf angesprochen, sei es Arbeitskollegen, mein Freund hat mich darauf angesprochen. Also ich liebe dieses Parfum. Ich glaube, das wird der erste Alien seit langem, der mir wieder gefällt. Ich verkaufe ihn sogar ungern, was ein bisschen traurig ist, weil ich ja nicht will, dass ihr kennt mich. Ich mag das eigentlich nicht, wenn alle so riechen wie ich, aber an mir riecht er halt besser, würde ich mal sagen. Klingt jetzt so eingebildet, sorry, aber das ist einer, wo ich mal denke, an mir riecht er besser, da kann ich ihn ruhig verkaufen. An keinen riecht er so geil wie bei mir, nein, Spaß. Ich mache nur einen Scherz. Aber der ist wirklich gut. Ich liebe dieses Parfum. Hätte ich mir nie gedacht von Alien, niemals, dass mir mal wieder einer gefällt. Wirklich nicht. Das ist der erste seit langem, der mir mal wieder gefällt. Ich habe auch schon die 30 Milliliter zu Hause. Ich bin urhappy drüber. Habe ich euch ja eh auch schon im Haul erzählt. Also ich würde den mir auch auf jeden Fall nachfüllen lassen. Also beziehungsweise würde mir die Nachfüllung sogar kaufen. Aber ich weiß noch nicht, wann ich den benutze. Ich glaube, das habe ich eh schon gesagt. Weil ich halt so viel Zeug gerade aktuell in Benutzung habe. Leider. Aber mal schauen. Vielleicht wechsle ich ja mal auf den. Eine Probe habe ich ja Gott sei Dank noch. Wir werden mal gucken. Ich glaube, das war's. Ich sage ja, ich habe nicht viel leer gemacht leider in dem Monat. Es war relativ wenig leider. Aber besser als nichts, oder? Es war wirklich wenig. Aber diesen Monat läuft schon besser. Also diesen Monat kriege ich auch ein paar Sachen leer, die ich jetzt schon länger nicht... Also die ich schon länger in Benutzung habe, wo ich echt stolz auf mich bin. Ja, und das war's. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen kürzer war. Ich hoffe, ich bin ein bisschen besser auf die Produkte eingegangen, aber ich mag es lieber, wenn ich so ein bisschen was drüber erzähle und dann aufs nächste gehe, weil ich will nicht, dass ich so stundenlang über eines nur erzähle, obwohl ich über den Mugler-Duft stundenlang reden könnte und über den da. Aber wir wollen ja mal nicht übertreiben, oder? Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!